Hallo und willkommen zurück zu Aliens Colonial Marines mit mir, No Dash Pro. Ja, O'Neill ist vorgerannt. Wir werden ihm ein bisschen unter die Arme greifen. Denn ich sehe schon, ohne unsere Hilfe wird das hier sowieso nichts. Und sobald ich mich ja hier im Sichtfeld befinde, ist er sowieso sicher, dass sie dann sich eh nur auf mich konzentrieren. Ah. Okay. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen es wegschieben. Boah. Winter, siehst du den Kran? Wenn wir das Ding unter die Ladung bringen können, machen wir das platt wie eine Flunder. Gute Idee. Sehr gut, den Kran. Okay. Wir müssen das beenden. Schieß auf die Treibstoffbehälter! Alles klar. Wo sind die? Wow! Lauf! Oh, das gefällt mir gar nicht. Das sieht schon übel aus. Verdammt. Oh nein. Ich will nicht sterben. Wo sind die Treibstoffbehälter, hä? Lauf, 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 lauf. Bücken. Oha. Okay. O'Neill. Sind die das? Nein, das sind die nicht. Das sind die auch nicht. Aha. Gute Arbeit! Geh zur Steuerung und dann bringen wir es zu Ende! Okay. Kransteuerung und Strommodul. Oh Mann, den gibt's ja immer noch. Lauf! Okay. Los! Super! Au! Hab ich ihn erwischt? Nein, ich glaube nicht. Ah, die Waffe, die ist... irgendwie verdammt unpräzise. Was haben wir denn noch? Ja, sogar die Schrotflinte. Ah, was machst du denn? Gibt's ja nicht. Zum Glück hat er mich nicht getroffen, denn ich dachte, da wäre der O'Neill, der wäre irgendwo anders mit beschäftigt. So, laufen wir einmal hier rum. Hier hinter die Kiste. Und... wow, wow. Verdammt, was war das? Mist. Wow. Na, ich laufe jetzt einfach mal drauf los. So. Hat doch keinen Sinn, so. Schnell. Machen wir ihn fertig. Guckt mal nach oben. Na, alles Gute kommt von oben. So. Jetzt nur noch einmal das Strommodul. Gibt es den Typen da hinten auch noch? Oh, hör auf mit dem nicht. Ding da. Boah, Junge. Toll, deine tolle Waffe willst du mir natürlich nicht geben. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So. Okay.
Also irgendwie... Seit dem letzten Update sieht das hier alles etwas anders aus von der Grafik. Das hat so irgendwie... Ich weiß nicht, das flimmert leicht, als wenn man das auf einem alten Fernseher gucken würde. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist. Irgendwie, das hat zwar was. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. So, erstmal wieder neue Rüstung holen. Okay, hier gibt's... Oder? Was ist da vorne? Auch nichts. Bringt das was, wenn wir die Gasflasche jetzt kaputt machen? Nein. Außer einen tollen Knalleffekt. Oder das war eher... Das war mehr ein Zischen. Das war kein Knallen. Oh, so, ich fühle mich schon etwas sicherer. Nix los hier. Ein bisschen Lichtgeflacker. Komme ich hier rein? Ne, hier komme ich nicht rein. Oh oh. Die Aliens sind zurück. So wie es aussieht. Oh super, wir sind einen Rang aufgestiegen. Ich gucke mal kurz. Okay, wir haben 4 verfügbar. Mal sehen, ob wir aus dem Pulsgewehr hier ein bisschen mehr rausholen können. Unterlauf, Schrotflinte, Unterlauf, Feuerbombenwerfer, Granatwerfer. Ah, okay, wenn ich jetzt den Schalldämpfer, dann haben wir zwar ein bisschen weniger Feuerkraft, sind aber etwas präziser. Ich glaube, und die Nachladezeit verkürzt sich auf 2 Sekunden. Das nehmen wir, okay. Können wir hier irgendwas verbessern? Was, na, außer die Magazingröße. Nee. Gut, das reicht auch. Das reicht erstmal. Ist hier noch jemand? Oh. Aha. Ist schon etwas besser geworden mit dem Zielen. Du nimmst... Wird das Ding dir nicht langsam zu schwer? Einfaches Abschalten bringt nichts, denn das Notaggregat springt sofort wieder an. Das funktioniert also nicht. Verstanden, die Sicherung muss weg. Ich bin mir sicher. Wenn wir die Regulatoren der 6 Zellen zerstören und es dann abschalten, dann springt das Notaggregat an und versucht den Stromkreis zu schließen. Und das ganze System hat einen Kurzschluss. Kein Saft für den Sicherheitszaun. Richtig, das schmort alles durch. Du nimmst die unteren, ich arbeite hier oben. Alles klar. Kein Ding. Nach unten, nach unten. Ah, okay, dann muss ich hier wieder raus. Und da unten anscheinend lang. Nee. Ich hab gedacht... Vielleicht mache ich die Fenster kaputt, dann komme ich hier auch durch. Aber dem war nicht so, nein. Verlaufen? Fragezeichen. Okay, hier haben wir angefangen. Bist du schon fertig? Ja, dann kannst du mir ja den Weg zeigen. Ah. Bist du immer noch da? Nein. Nee, da war nix. So, sag mal, wo wir lang müssen. Nee, hier kommen wir nicht rein. Da hinten ist eine Tür.
Okay, vielleicht müssen wir doch irgendwie von hier oben runterkommen. Die ist natürlich verschlossen. Hier ist alles vergittert. Hallo? Bin ich jetzt? Ah, super. Da stand ich doch eben auch hier vor. Total blind. Oh oh. Tun. Okay. Wir deaktivieren die Batterie. Die erste hätten wir. Diese ist doch gar nicht so schwer. Da ist der... Oh, hast du mich gesehen? Zeig mir mal, wo ich lang muss. Genau hier wahrscheinlich und... Okay, hier komme ich nicht rein. Aber hier komme ich rein. Geben Sie mir Deckung! Du Vollidiot. Entschuldigung. Aber er ist doch alleine hier. Wie redet er? Dem seine gespaltene Persönlichkeit hilft ihm da auch nicht weiter. So, okay, eine Stromversorgung hätten wir noch. Da vorne kommen wir nicht rein. Also probieren wir es mal hier lang. Kuckuck, kannst du mal die Tür aufmachen? Ah. Hallo? Keine Hilfe. Also muss ich hier wieder selber den Weg reinfinden. Wie komme ich denn da rein? Also hier? Hier geht's nicht. Die Tür scheint defekt zu sein. Auch wenn ich drauf schieße, passiert nichts. Da sind wir runtergekommen. Aha. Nein, hier waren wir auch schon. Quatsch. Gut, dann nehmen wir uns erstmal die Rüstung. Auch gut. War ja doch nicht ganz umsonst. Ich verstehe es nicht. Ich komme hier nicht rein. Hey, hallo. Hier ist auch keiner. Da hinten ist noch eine Tür, aber da komme ich ja erst gar nicht hin. Da hinten rechts die Tür. Funktioniert er nicht? Ich weiß nicht, ob O'Neill mir da helfen muss. Ja, der macht ja hier auch ab und zu mal die Türen auf. Nein. Okay. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, da oben ist O'Neill. Ich frage ihn mal.
Entschuldigung. Könntest du mitkommen? Ich hab hier ein Problem. Interessiert dich gar nicht, ne? Ah, verdammt. Ist das jetzt ein Fehler im Spiel oder ist das ein Fehler, der bei mir liegt? Also. Was ist das denn hier? Aha. War das Wasser schon eben hier? Tja, ich weiß nicht. Ich könnte jetzt hier den ganzen Tag rumlaufen. Okay, Granate auch umsonst verschwendet. Es tut mir leid. Ich gehe noch mal gucken. Ah, warte mal. Hier hoch bin ich noch, glaube ich, noch gar nicht gegangen, oder? Oder bin ich... Doch, von hier bin ich gekommen, ne? Ja. Mal gucken, ob ich von hier oben da reinkomme, aber ich glaube es auch nicht. Aha! Aha! So. So, wo ist der andere? Ah, ich spring einfach ein. So. Dafür, dass ich so blöd hier rumgelaufen bin. Wir hätten Freunde werden können, aber so nicht, mein Freund, so nicht. So, letzte Batterie ist auch putt. Na, jetzt komme ich natürlich, jetzt geht die Tür auf. Klar. So, ich hab's geschafft. Der Xeno wird den Zaun in ein paar Minuten überrennen. Wollt ihr das all den Leuten da draußen wirklich antun? Die haben doch keine Chance. Hätten sie sich vorher überlegen sollen, dass durch ihre Taten 300 Marines in den Tod geschickt werden. Tu es. Genau, tu es. So, jetzt? Was jetzt? Ah, ich laufe dir einfach mal hinterher. Du hast jetzt da oben was geschaltet. Ich plansch derweil ein bisschen. Du hast echt einen komischen Gang. Was jetzt? Muss ich jetzt schon wieder vor, oder... Hallo, sprich mit mir. Oder muss ich hier unten noch irgendwas machen? Hä? Ist ja nicht auszuhalten. Also. Ach, Quatsch. Okay. Ich muss das ausschalten. Ich dachte, er hätte es gerade schon getan, aber nein. Ah, okay. Oh, Zwischensequenz. Nein, Mission abgeschlossen. Mission 7, eine Kugel. Wunderbar. Dann... mache ich hier auch direkt Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.